Hallo ihr Lieben, ich bin einfach. Ich möchte hiermit eine alternative Heilmethode, eine alternative Lebensweise unterstützen, von der ich sehr überzeugt bin, weil ich die letztes Jahr schon mal ausprobiert habe, nämlich das Fasten. Eigentlich arbeite ich an der Technischen Universität Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter und forsche dort in Wüstengewächshäusern, wo wir ja auch Lebensmittel produzieren mit Wasser. Da konnte ich mich dann mit Thermodynamik, Thermochemie, Landwirtschaft, Biologie und all sowas beschäftigen. Und unter anderem auch mit Ernährungswissenschaft. Und da gibt es sehr viele Ansätze, was gut ist und was schlecht ist. Und ja, muss sich leider jeder seine eigene Meinung bilden. Das habe ich dann auch versucht, hat eine Weile gedauert und hat sich auch über Jahre hingezogen. Ich hatte meinen tollen Mitbewohner, den Jürgen, der hat vor 9 Jahren schon bei mir in der WG mal gefastet und total toll. Jetzt sind wir gereinigt hier und okay, was passiert denn da eigentlich? Ich fand das ganz interessant, wie man so verzichten kann. Und dann hat es in mir geschlummert, über Jahre hinweg. Und letztes Jahr hatte ich dann meinen ersten Versuch gestartet, selbst zu fasten. War sehr überzeugt von den Ergebnissen. Mir ging es fantastisch. Ich konnte danach Vorträge halten an der Universität. Das war Wahnsinn. Das waren die ganzen Studenten von mir. Ich habe nicht einmal gesagt, ich habe Sätze gebaut in einer Komplexität. Unbeschreiblich, wenn jetzt hier, das ist mein 10. Versuch und ich habe gedacht, oh, was machst du denn jetzt? Und dann, oh Gott, gut, dass es wieder Zeit wird. Diesmal ist nicht die traditionelle Fastenzeit für Ostern, weil diesmal hatte ich über die Ostertage ganz schön viel zu tun. Wir haben heute den 4. Mai. Es ist Vollmond gewesen, das ist sehr wichtig fürs Fasten, weil jetzt nimmt der Mond ab. Und auch der ganze Druck und die ganze Belastung des Körpers. Alles wird von mir fließen. Ja.